der DAX-Check am Montag. Und dazu sage ich herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Und ich sage auch herzlich willkommen, unser DAX-Experte Thomas Bergmann. Hallo. Thomas, wir sehen, der DAX ist mit einem deutlichen Plus in die neue Woche gestartet. Wir sind sogar über 10.400 Punkte. Jetzt frage ich dich mal, woher nimmt denn der DAX die gute Laune überhaupt her? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich kann es auch nicht zu 100% erklären. Die Vorgaben waren jetzt nicht so berauschend, sage ich mal, aus Amerika. Der Dow war im Minus leicht. Okay, der S&P war etwas im Plus. Auch Nasdaq hat wieder zulegen können. Aber ich sage mal so, die Vorgaben waren jetzt nicht die Welt. Auch in Japan war jetzt das Plus nicht so, dass man hier durchdrehen müsste. In China ging es eher nach unten, nachdem wir hier Konjunkturdaten bekommen hatten. Einkaufsmanager-Index von einem Wirtschaftsblatt, Caixin oder wie auch immer ausgesprochen, der war ganz gut. Auf der anderen Seite war der offizielle Einkaufsmanager-Index gesunken, überraschend. Also alles sehr durchwachsen, aber letztendlich rauschen wir hier nach oben durch. Möglicherweise liegt es am Bankenstresstest, dass der nicht ganz so schlimm ausgefallen ist, wie vielleicht von den großen Investoren befürchtet. Wobei die deutschen Institute natürlich kein sehr gutes Zeugnis bekommen haben. Von daher, ja, hier eben die gute Laune. Unternehmenszahlen waren letzte Woche doch überwiegend gut. Das muss man schon sagen, dass vor allem aus Amerika hier sehr gute Unternehmenszahlen gemeldet wurden. Man muss auf der anderen Seite sagen, die Erwartungen waren natürlich nicht so hoch. Wir sehen ja, der DAX über 10.400 Punkte. Was rät jetzt den Anlegern? Welche Marken sollten wir jetzt auf jeden Fall im Auge behalten? Ja, es sind ganz entscheidende. Und zwar einmal, dass die ist noch nicht ganz so entscheidend, aber das war jetzt das Ausbruchsniveau. 10.365 ist es auf Intraday-Basis. 10.340, glaube ich, ist auf Schlusskursbasis. Dann eben die 10.470, das ist das Hoch eben von April auf Intraday-Basis, dürfte ungefähr mit dem Schlusskurs übereinstimmen. Und dann schalte ich mal, das muss man sich jetzt mal einprägen, weil das sehen wir da nicht mehr. Wir schauen jetzt den 3-Jahres-Chart an und da sehen wir, dass es jetzt äußerst spannend wird. Ich schaue mal, ob ich den, in Kunst hatte ich immer schlechte Noten. Jetzt setzt sich auch hier weiter fort. Geometrie war auch nicht meine Stärke. Also, wir sehen hier den Abwärtstrend seit April 2015. Und der verläuft bei 10,530 etwa. Also das ist die Marke, die in den nächsten Tagen, wobei wenn es so weitergeht, in den nächsten Stunden wichtig ist. Da, wenn wir darüber hinausgehen, das wäre mal so ein richtiger Befreiungsschlag, sage ich mal. Weil dann einmal hier eben dieses Kaufsignal mit dem Bruch der 200-Tage-Linie. Und wenn wir dann eben diesen Abwärtstrend brechen würden, dann kann man sagen, ist diese Bullenflagge abgeschlossen und dann kann es weiter nach oben gehen. Aber wie gesagt, das ist eine Widerstandszone zwischen 10.470 und 10.530. Die hat schon in sich. Muss man mal die nächste Zeit sehen. Also das ist mit das Entscheidende in den nächsten Stunden, nächsten Tagen. Auf der Unterseite, ja, wie gesagt, die alten Ausbruchsniveaus, dann 10.1 noch wichtig und die 200-Tage-Linie, die. Aber das sieht man auch jetzt hier schön, wie eben hier auch, die jetzt langsam wieder steigen beginnt. Die war jetzt die ganze Zeit am Fallen, jetzt dreht so langsam die Kurve. Ja, warum sollte es dann nicht nach oben rausgehen? Wenn man sich die Bewertungen anschaut, ist das durchaus nachvollziehbar. Und wenn man sich den Chart anschaut, wie gesagt, das könnte klappen. Und dann sind wir hier in dem Bereich, wäre dann so das nächste Ziel, 10.114. Das könnte man dann mittelfristig ausrufen. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Jetzt frage ich dich noch abschließend, was rätst du den Anleger? Ich meine, das Produkt von letzte Woche hast du uns ja auch heute mitgebracht. Ja, es gibt keinen Grund, es zu verkaufen. Wir liegen mittlerweile über 50% vorne. Sehen Sie hier 15,39. Bei 10,05 war der Kauf. Ja, ich sage mal so, wenn ich jetzt noch nicht drin bin, würde ich schon jetzt abwarten, ob wir auch die 10,530 knacken. Es sind noch 90 Pünktchen. So viel Geduld muss sein und dann kann man sicherlich auch einen Schein nehmen, der ein bisschen mehr Hebel hat. Aber wer jetzt eben uns immer wieder folgt und auch die Empfehlungen mitmacht, der lässt laufen, zieht den Stopp vielleicht noch ein bisschen an. Wir haben im aktuellen Heft den Stoppkurs nachgezogen. Also Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen.
Thomas Bergmann, dann vielen Dank, unser DAX-Experte. Gerne. Liebe Zuschauer, das war es auch schon wieder mit dem DAX-Check am Montag. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie mögen.